In der Rostocker Stadthalle wurde am 25. September der 88. Archivtag des Verbandes Deutscher Archivarinnen und Archivare eröffnet. Europas größter nationaler Kongress dieser Art stand unter dem Thema Verlässlich, richtig, echt. Demokratie braucht Archive. Ja, für die Archive ist das einfach eine der ganz, ganz großen Themen der Zeit, eigentlich aus zwei Richtungen. Zum einen Digitalisierung als Möglichkeit, mit den Beständen, die vorhanden sind, nach außen zu gehen, diese außen auch verfügbar zu machen. Wobei wir natürlich nicht vergessen dürfen, dass wir auch den Entstehungszusammenhang einer Quelle, einer Unterlage damit transportieren müssen. Also zu gut Deutsch, wir müssen den Benutzern auch klar machen, wie ist etwas entstanden, wie ist etwas in die Archive gekommen, um eine Quelle auch werten zu können. Besonders die Forscher drängen auf die Bereitstellung der Unterlagen in digitaler Form. Das kostet die Archivarinnen und Archivare viel Zeit, bringt aber auch Vorteile mit sich. Ich finde das überwiegend positiv, weil wenn man in den Archiven dann was löscht, bleibt da was. Also bleibt eine Information, die man nutzen kann, dass man weiß, da ist was gelöscht worden und möglicherweise auch wie viele Seiten oder wie viel Blatt oder sowas. Das ist positiv. Hans-Christian Ströbele fordert ein unabhängiges Archiv. Behörden würden dabei verpflichtet sein, Akten vollständig zu führen und diese zur Verfügung zu stellen. Im Jahr des 800. Rostocker Stadtgeburtstags fokussiert der 88. Archivtag gerade auf die Bewahrung historischer Dokumente.